Was empfiehlst du einem, der relativ noch neu in dem Spiel ist und noch in Iron ist? Einfach Spaß am fucking Game. Das zählt. Lass dich nicht von anderen Leuten versauen. Wenn du League so anstrengend findest, hör auf League zu spielen. Und wenn du es nicht hinkriegst, dich von anderen nicht hinten zu lassen. Ganz wichtig, gerade wenn du Iron bist und viele Leute Flame und so weiter. Fühl dir mal vor Augen, dass irgend so ein 12-Jähriger oder meinetwegen auch älter, egal. Gib anderen Menschen nicht so viel Kontrolle über dein Leben, dass du dich von anderen Leuten tilten lässt. Weil einfach ein anderer Mensch so viel Kontrolle über dich, so viel Kontrolle über deine mentale Stärke. Also die Sache, wenn andere schlecht spielen, andere Menschen sollten nicht so viel Kontrolle über euer Leben haben, über eure Emotionen. Wenn davon erzählt, dass euch den ganzen Tag scheiße fühlt, weil euch ein 12-Jähriger runtergerannt hat, hat gerade ein 12-Jähriger euren gesamten Tag versaut. Dann beleidigt ihr eure Freundin oder habt einen Schreib mit eurer Freundin oder sowas, kein Plan. Aber wenn ihr schlecht drauf seid, negative Emotionen oder dergleichen, euch ein 12-Jähriger runtergerannt hat, bruh, das kann man mit seinem Ego nicht vereinbaren, dass jemand so viel gemacht über dich hat, nur weil er in einem Videospiel 3-14 gegangen ist. Als Dortmund-Fan bin ich froh, wenn ich dieses hässliche Logo nicht mehr bei League sehe. Ich hoffe, dass du als Dortmund-Fan einfach anders denkst und denkst, hey, wäre doch geil, wenn Dortmund diesem hässlichen Logo ins Gesicht tritt in der LEC. Wäre vielleicht cooler, wenn die Rivalität auch in League übertragen werden könnte von Dortmund und Schalke. Warum nicht? Pfeifert, ja wieso, was daran pfeifert ist so? Warum sein Hass gegen Schalke soll sich doch beziehen, dass er Schalke besiegen will, nicht dass einfach Schalke und Dortmund beide nicht da sind. Gerade wenn er sowohl League als auch Dortmund mag, wäre er für League gut und für sein Ego gut, wenn Dortmund gegen Schalke gewinnen würde oder so. Alle gewinnen und er vor allem. Nein. Gragas Jungle ist eigentlich nicht so stark, aber nervig. Aber hat kein Predator. Wird vielleicht die Wave hier kollapsen lassen, hard pushen. Dann für Kalbi callen. Oder wird einfach top lane. Nicht wirklich worth. Aber man hat da seine Dark Sex verloren. Keine Wahl, ich muss zu flashen, nachdem ich meinen Flip gefällt habe und snockt er mich unter dem Turm hoch. Und den Flippen und dann im CC One-Shotten, weil ich flippe ihn ja zu Rek'Sai und lockt Rek'Sai ihn hoch. Ich proc BTA, Rek'Sai proc die Hell of Blades mit dem E und dann töten wir den Jungen. Ja, ich bin tot, der hat Flash. Kann sich auch planen, wenn er Flash hat. Aber ich glaube, ich muss es versuchen. Das Game ist sonst zu lost. Das ist ja eh schon ziemlich lost. Wenn er da B-Court, dann zurück die Pete und alles. Und ich würde für Counterplay, wenn er es gut spielt. Na, er hat es gut gespielt. Ah, er ist auf jeden Fall dead. Und wenn. Ein wichtigen Kill. Oh, bitte töte ihn. Er ultet dafür, wow. Der war ein bisschen much. Was ist, wenn er die Wave freeze? Das ist nice, aber gar nichts, würde ich aufpushen wollen. Er müsste Risiken eingehen. Wo ich auch played, weil ich keinen Flash hatte. Wenn neu mit Flash verteilt, kann ich ihn durchaus töten. Also nicht, wenn ich gut spiele. Wir müssen aggressiv spielen, wir haben keine Wahl. Geht sich mit passiv und warten. Hier ist mit rein. Warum mache ich das? Warum ulte ich in letzter Zeit so bad? So häufig. Ich kann einfach warten. Aber bad. Wenn wir darüber warten sollen, kann ich vielleicht noch die Tour aufplayen. Aber gut, dass ich nicht geflasht habe zumindest. Kann ich jetzt immer noch auf den Outplay gehen. Versuchen einfach. Boah, ich gebe perfekt. Kann mich gerne Fragezeichen pingen und dann. Aber Sache, yo, wenn du jemanden Fragezeichen, nachdem du so gewinnst auf der gesamten Map, dann sollst du wenigstens dazu stehen. Die Eier haben dazu zu stehen, dass du mich gerade disrespecten wolltest. Sich da rauspussy. Und dein ganzes Team gewinnt. Ich kann den Titel nur gewinnen, wenn ich dich irgendwie wild outplaye. Das ist mir nicht gelungen, weil ich gehintet hab, weil ich gemisst hab. Steh wenigstens dazu, wenn du disrespectest, Max. Dann sei nicht so und tu so, als wäre das. Oh, sorry. Hab gemisst. Dein Mann deines Wortes. Und oh, that's kinda boring. Level 9, please. Danke. Okay, nice. Kein Flash. 5 Sekunden Taunt. Wait. Komm, sein Bro! Egal, du hast ein Bro. Ah, Jon spielt es echt gut. Bro. Er ist raus, nur. Echt, er ist nicht raus, Wir haben ihn. Oh mein Lord, er ist raus. Aber Petani.
Holy moly, wir haben den Snipe getroffen, aber Gabe hat nicht genug Damage gemacht. Ich hatte leider kein Ward, um die Blast zu auto-attacken. Ich hätte einfach ihn auto-attacken sollen, statt zu ihn wahrscheinlich. Vielleicht dann hätte ich ihn dann getötet. Aber ich will das gut, der Junge. Wir plättern ihn. Mann, Junge! Nice, hat geflasht mit Traden 1 von. Echt wichtig, dass er deine Flipper bekommen haben. Da hat er Missplay, der hat einfach flashen können. Nice, man, 5 Plates. Echt fightend. Ich meine, Gragas, wenn er kommt, jetzt wär's doof, aber ich hab gleich wieder voll das Spiel, wenn Rap-Up anfängt zu ticken. Es ist halt jetzt aggressiv spielen, den Gewinn maximieren. Okay, wir sehen alle. Kann ich reintippen? Nee. Halt kein Shield-Bohr-Up, wenn er mich face-checkt. Dann to win. Face-checkt mich nicht. Er hat kein Shield-Bohr-Up. Nice, one for one, I guess. Mein Evo Duell von seiner Q gecancelt. Nein, ich muss sagen, sie spielen, wir brauchen auch noch Outplays. Das ist der einzige Gewinner. It's the only way! Nö. Nee, wie viele Ult-Stacks hat er? 3. Weiß ich. Ich bin gerade strong, aber nur wenn ich recalle. Ich habe eine Menge Ultimate Wetter. Wunderbar. Absolut wunderbar. Absolut wunderbar. Als würde Tor was schmieden, ist er, glaube ich, ne? Er hat Flash, so wie er moved. Doch nicht. Ah, leider zu viel Shields mit Shieldbo. Ich bin weggestripebacken und geflasht vor der Jonot, was quite nice war. Aber im Endeffekt wurde ich trotzdem runtergerannt von Kassadin. Dadurch, dass er Gado trifft, kommt er hinterher. Also diese Fantasie, dass das Donner sehr mystisch ist, ist ja keine neue Idee, wie gesagt, das mit Tor gibt es ja schon seit Ewigkeit. Hier. Oh, das Schild ist zu groß. Ich glaube, ich sogar Gragas gecute. Ein Shiver ist down my spine. Boah, Sprühregen! Kann ich auch für League zu spielen, ich muss das Wetter genießen. Oh, das ist das schädiges Wetter. Weil wir zum Blast kommen, ich kann den nicht einholen, oder? Nice, Team. Wetterstream, please. Ich würde euch aus dem Fenster zeigen, was ich sehe, aber ich kann nicht. Go, 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 Team! Ja. Go, go! Ah, ist zu spät, leider. Aber er hat ihn. Und jetzt Nash? Wunderbar. Fucking wunderbar, guys. Always wunderbar. Leider musste ich mein Team da wirklich anstüpfen, dass sie mir folgen in den Kampf. Aber ich bin tanky genug mit Gardeholt und Nami hier. Wir werden solche Fight immer für uns entscheiden. Okay, wie gesagt, Flash zumindest. Ich glaube, er hätte viel mehr mit den Forsten, wenn mein Team da wäre. Aber so ist es gut genug, I guess. Ich glaube, die gehen darauf. Ich eh Stridebreaker für den Slow, weil ich den Flip nicht treffen kann und dann werden. Oh, dann kennst du meins. Oh. Ja, Boys. Okay. Und gut. Ah, wir müssen entweder geschlossen turnen oder gar nicht. Aber dieser Half-Ass-Play ist einfach horrible. Ja, wenn den Half. Rexha hat weiter den Nash gemacht, wenn einfach Männer geschlossen turnen müssen. Ja, dann mal. Aber ist fein. Wir haben gut Play-Midlane gemacht und dann gehen wir halt das Ganze. Dann haben wir gemissplayed. Diese bisschen tanky, guys. Da hat er mir Kassel geflippt. Hab ich über die Wand geguckt!
Wild. Schade, dass keiner gefolgt ist, was an mir. Wir hätten beide Pfade absperren können. I'm leading the charge, guys. You can win. Ich kann carry. Maybe. Als hätte ich was hier das beste Carry-Item noch wäre. Wahrscheinlich einfach Heal Reduction oder nicht, aber wir haben schon zweimal. Gar nicht Pete rein. Uiuiui. Wenn jetzt beide sterben, dann ist ein riesiges Problem. Alles farmen, wenn ihr könnt. Kasten flippt natürlich geil, aber dann von Gargis komplett disengaged werden ist auch nicht so geil. Und dem hat schon wieder nicht gepoolt. Er hat geflasht, hätte er nicht mit rein. Ich glaube, ich das behalten können, oder? Nice. In von dem Typen da. Ich bin wirklich bemüht hier zu carryen. Also ihr seht ja mit euren Augen. Schade, er muss zurückjumpen. Okay, gute Gargoyle. Jon ist geflippt. Jon ist tot. Ich bin im Jay, aber ist fein. Dadurch macht jetzt Damage. Oder auch nicht. Kann der Tern nicht nehmen, wenn ich den flippe in die Richtung. Hallo? Hallo, der ist tot. Oh, der war tot. Der war eigentlich tot. Der lebt. Jin und... Alter, ich carry das Game. Ich schwör's euch. I'm gonna fucking carry this shit. Jin kommt, ich hab Strike Back an 5. Warte, mir mit Flash hat alles, alles gemisst. Oh Mann. Alter. Warte, mir hat sein E-Flash alles gefällt. Mann, die macht es mir echt nicht leicht hier. Holy fuck. Just allow me to carry you, guys. I fucking beg ya. I beg ya! I fucking beg ya! Oh, guter Steal und Kasten die Chances sind bis zum Ende. Guter Guardio Auto Attack. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Viel wichtiger als mein E-Flash auf Kastadin. I fucking beg ya! Kassieren wir Bots, vielleicht können wir noch mehr machen. Big One Shot. Den Chase ich ganz sicher nicht. Alter. 1v9, 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 1v9. Fucking 1v9. Alter, so unglaublich 1v9. Holy moly. GG. Wow. Let's fucking get. GG. 1v9? Ich kann nicht anders sagen, aber 1v9. Fucking nice, man. Fucking nice.